Willkommen zurück bei Let's Play. Ich erinnere mich nicht, was wir getan haben. Da oben ist eine Kugel. Ja, bei Let's Play Darksiders 2. Ich habe immer noch kein Internet. Wir haben mittlerweile Samstag. Ich habe seit Dienstag kein Internet. Habt ihr das mal ausprobiert? Ernsthaft jetzt? Habt ihr das mal ausprobiert? Ich hab... Scheiß Aktionsdingskack. Habt ihr das mal ausprobiert? Ernst gemeinte Frage. Würde mich mal interessieren. Habt ihr mal, obwohl ihr Internet haben konntet, freiwillig aufs Internet verzichtet? Es ist... Das ist zum Kotzen! Da diese Nachricht da kommt, kann ich das nicht machen. Ja. Es ist jetzt bestätigt worden. Wir haben vor der... Fuck. Wir haben vor dem Haus eine Baustelle. Und diese Baustelle hat es geschafft, beim Graben unser Kabel anzukratzen. Also, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben unser Kabel durchgeschnitten. Juhu, sage ich dazu nur. Juhu. Und ich habe jetzt schon seit Dienstag kein Internet mehr. Deswegen kommen auch keine Videos. Also für die, die sich jetzt beschweren wollen. Ich kann nichts dafür. Ja. Ich habe schon seit Dienstag kein Internet. Glaubt mir, es ist nicht schön, eine komplette Woche kein Internet zu haben. Ich meine, ich bin das ja in Anführungsstrichen mittlerweile gewöhnt, ne? Nicht wahr? Da oben haben wir was. Das will ich haben. Dankeschön. Aber es ist nicht schön, so lange kein Internet zu haben. Warum ist das der Fall? Der Punkt ist, mittlerweile geht nichts mehr ohne Internet. Ich kann ja nicht mal richtig, ja, Dankeschön, nicht mal anständig lernen ohne die ganzen Materialien aus dem Internet. Das ist gerade so mittlerweile ein klein wenig mein Problemo. Aber gut. Ja, mir gehen mittlerweile alle Serien aus, die ich so, also ne, WCS habe ich durchgeguckt, was weiß ich nicht was, ich langweile mich zu Tode, meine Freundin ist nicht da, die ist in Leipzig und das ist doch alles wunderbar. Ja, finde ich gut, finde ich sehr gut. Das ist toll. Jetzt habe ich meine Weihnachtswunschliste eigentlich überarbeitet, ich wünsche mir zu Weihnachten nur noch DVDs und zwar die ganzen Animes, sowas wie Code Geass und, okay, Sword Art Online habe ich schon hier, Bitum wünsche ich mir und so weiter und so fort. Der Punkt ist nämlich, ich möchte natürlich die Manga- und Anime-Community in Deutschland gerne weitertreiben. Ich weiß, es ist schweineteuer. Es ist überteuert. Das ist leider, leider, leider ein Fakt. Ich meine, ich habe die beiden Sword Art Online Volumes, die bis jetzt erschienen sind, habe ich hier. Habe ich vorbestellt. Sammelschuhbomben, bla bla bla. Habe ich alles hier. Angel Beats habe ich ja auch original auf DVD hier. Der Punkt ist, ich kann jeden verstehen, der meint, das ist zu teuer. Das ist aber genau das Problem. Es ist wahnsinnig teuer. Aber ja, was soll man tun? Ich meine, die Anime- und Manga-Community ist hier in Deutschland noch nicht so weit angekommen, könnte man sagen. Als dass es billiger gemacht werden kann. Weil die, die verkauft werden, die müssen ja irgendwie den Gewinn bringen. Aber mir ist es das wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das, wie komme ich da jetzt durch? Ach, lass mich raten, ich muss wieder. Och, lecko mio, Scheißreck. Moment mal. Also, mir ist es das wert, so Serien wie Sword Art Online, so Serien wie Code Geass und so Serien wie Bitum sind für mich, ich freue mich. Ich gebe dafür gern ein bisschen, also ich wünsche mir es ja, ein wenig Geld aus. Beziehungsweise wünsche es mir halt. Was zum Teufel machst du da? Okay, ich habe jetzt irgendwas da aktiviert, indem ich da drauf geschossen habe. Keine Ahnung was. Who cares? I don't. Kann ich damit klettern? Nö. Ja, das war ja klar. Ja, Moment. Das habe ich befürchtet. Ja, Moment. Wie kriege ich denn jetzt... Oh Gott, ist das geil. Moment mal eben, ich habe gerade irgendwas, eine Nachricht bekommen.
Ja, okay. Bekomme ich das Ding jetzt da wieder weg? Jemand eine Idee? Ja, ich habe übrigens Risen 2 jetzt schon durch. Ja, ich habe sonst nichts zu tun. Aber eben das 44 Stunden Spiel oder was weiß ich, wie lange das gedauert hat. Habe ich durch. Wie kriege ich diese scheiß Kugel hier jetzt weg? Super. Warte mal. Muss doch irgendeinen Weg geben. Eventuell? Ja, das war richtig, das war richtig. Take the hammer. Natürlich nicht, das wäre zu simpel gewesen. Ja, jetzt stehe ich vor einem Problem. Die Probleme von dem Spiel mag ich nicht, weil irgendwie sind sie zu schlau für mich teilweise. Ich bin irgendwie nicht ganz dem nicht ganz gewidmet. Okay, der Vogel will, dass wir hier rübergehen. Ja, der Punkt ist, wir haben die Kugel ja auch schon befreit. So ist es ja nicht, ne? Haben die Kugel ja schon befreit. Aber was jetzt? Aha. What now? Jetzt hier irgendwo hoch? Geht hier irgendwas irgendwo? Irgendwie irgendwas? Hier? Ja, suche ich doch einfach mal eine Komplettlösung im Internet. Ach, geht ja gar nicht. Ich habe ja gar kein Internet. Scheiße. Okay, ich bin gerade verwirrt. Der Punkt ist theoretisch. Kann ich bitte. Ich nehme an, dass ich die Kugel da hinten. Die da hinten. Irgendwie sofort. Fucking. Irgendwie wieder hier. Also die in das Loch hier bringe. Damit die das Tor aufgeht hier. Entweder liege ich damit falsch oder ich liege damit richtig. So, Vögelchen, zwitscher mal. Irgendwie eine Taste muss ich gerückt halten. Dafür, dass der mit mir redet. Sieh nach, was du finden kannst. Was? Anscheinend habe ich die richtige Taste gedrückt, aber ich weiß nicht, wo er hingeflogen ist. Vor allem der Witz ist, ich habe da irgendwas gemacht. Und da ist irgendwas. Sehr verwundert. Ah, Hallöchen. Geh mal weg. Wie ging das nochmal? Weg damit. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Hä? Okay. Gerade nicht wirklich eine Idee, was ich hier gerade tue. Okay, top die Wette gilt, das funktioniert nicht. Geht denn das, was ich jetzt dummerweise vorhabe? Ich glaube, ich bin total beschissen. Es sieht nicht so wirklich aus, als würde er sich bewegen. Hier irgendwas draufstellen? Das ist kein Ort für ein Pferd. Es ist nicht. Schade. Ja. Okay. Und durchaus. Ich werde jetzt mal eben die andere Taktik. Ich habe nämlich gerade was rausgefunden, was eventuell auch funktionieren könnte.
bin gespannt. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass der zu hoch ist. Sollst sie aufnehmen? Danke. Okay. Das ist nicht das, was ich ursprünglich vorhatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich will das bitte aus dieser Verankerung haben. So, jetzt versuchen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir das Ding nach hinten reinschieben. Geht das Tor dann auch auf? Mann. Damit hat sich das erledigt. Ja. Super. Was soll ich denn da? Wie soll ich was da hinbringen? Erzähl's mir. Was soll ich da draufstellen? Gerade. Asche, was siehst du? Bin ich echt so blöd? Bin ich so doof? Also entweder ich bin wirklich so dämlich. Also hier ist ein Schalter. Oh Gott, bin ich doof. Ja, ich hab's. Oh, heilige Scheiße. Oh, ihr dürft mich nicht vor solche Rätsel stellen. Das ist ja grausam. Bitte, tut es nicht. Ach du Kacke. Wenn es denn funktioniert, das ist natürlich noch eine Frage, ne? Probieren wir es mal. Was zum Teufel? Okay, versuchen wir es. Okay, immerhin habe ich es nach wie viel? 5 Minuten rausgefunden? 6 Minuten? 7 Minuten rausgefunden? Von selbst. Ja, das könnt ihr nicht, ne? Okay, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich auch schon viel schneller als ich. Aber egal. Das Spiel mobbt mich. Wir können weiter. Mich wundert gerade nur ein bisschen was. Und zwar, wir können jetzt hier weiter, aber da links war noch was. Ich weiß nur nicht was. Egal, wir gehen weiter. Eventuell führt es uns ja noch nach links. Hoffentlich. What's there? No, it's not again. Seht ihr, was ich meine? Ich bekomme kaum Leben wieder. Das war aber in Darksiders 1 anders. Muss ich gestehen. Da. Wow, hi. Würde gerne, bevor ich sterbe. Ich würde noch sterben wieder. Ich befürchte, ich verrecke jetzt gleich. Ach, wir hätten hier natürlich auch noch so viel einfacher haben können. Ist so ein Ding, was explodiert? Tatsächlich. Wir füllen die Tränen. Ist das das für Tränen? Das muss doch eigentlich die Tränen sein oder was, oder? Aber der Scheiß, ich sehe schon das Problem.
Wir werden nicht genug Zeit haben, ne? Oder doch. Oh, war das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Okay, da komme ich nicht durch. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier rein. Ich wollte eigentlich mich erst noch umgucken. Aber hier gibt es gar nichts zum Umgucken. Gucken. Okay, schwimmen wir eine Runde. Gibt's auch eine? Ah, oh, halt. Hier wird mir eine Truhe angezeigt. Hallo? Ich hätte die Truhe eigentlich gern. Nö, oder nicht? Ist auch okay ohne Truhe. Moment. Sind wir jetzt hier am Eingang? Hier waren wir schon. Wir erinnern uns, hier waren wir, das ist der Eingang. Oder etwa nicht? Ja, tatsächlich. Das füllt sich aber beachtlich schnell. So, aber der Mechanismus ist noch nicht komplett. Asche, was siehst du? Asche. Muss wahrscheinlich da runtertauchen, ne? Ja, so klar. Gucken wir uns mal eben hier um. Hier unten waren wir tatsächlich schon. Nur halt ohne. Ja. Okay. Ja, keine begrenzte Luftanzeige, richtig? Gibt es eigentlich wieder Unterwasserfeinde? Ich kann nicht angreifen unter Wasser. Oh, da war ein Artefakt. Wenn der Tod schwimmt. Tod unter Wasser. Ja? Danke. Da haben wir eine Truhe. Und diese Truhe sagt uns... Nimm mich. Schadenmagie. 170 bis... Oh. Warte mal, 170 bis... Falsche Taste. 170 bis... Wie viel macht? Wow. Kann ich mal eben sehen. Cool. Mag ich, nehme ich. Jetzt ist die Frage, wo lang meines Weges. Antwort, nicht da lang. Alles klar. Verstanden. Hier gibt es mit Sicherheit, ja, es gibt auch noch den Rechtsweg. Und der führt dann wahrscheinlich den richtigen, in Anführungsstrichen, den richtigen Weg entlang, ohne Truhe. Und jetzt haben wir hier einen neuen Gegner. Na super. Das ist ja aufmerksam. Ja, noch mehr. Bitte. Bitte mehr. Dann suchen. Ja, ich werde hier sterben. Das ist mir einfach ein Grund, dass ich nicht schon wieder das Ding einsetzen will. Ich krieg zu wenig Leben. Wie kommt das? Ach, du schon wieder. Das ist mein Tod. Ich muss schon wieder einen Halt dran. Ich werde sterben. Ich brauche mehr Zorn. Ah, ich hab natürlich keinen Zorn.
Jo. Gut, dann bin ich jetzt gleich tot. Nein, ausreichend? Nein, natürlich nicht. Irgendwie die großen kann man jetzt immer noch einigermaßen ausweichen, aber wenn das so viele Gegner sind, kannst du es nicht. Okay. Weg! Wunderbar. Wie gesagt, gegen einen alleine geht's. Seht ihr? Aber man bekommt nur noch Zorn, man bekommt kein Leben mehr. Was war das gerade? Was ist denn eine Reaper-Energie? Oh, Heiltränke, dankeschön. Ich werde noch ein paar mehr benötigen. Moment, es scheint so, als könnten wir hier noch nicht weiter. Hä? Sie haben uns die Tür versagt, verwehrt. Doch, jetzt kommen wir rein. Das war die falsche Taste. Links brauchen wir, ist gesperrt. Oh, mit dem Schlüssel, okay. Da müssen wir wieder Wasser einfüllen. Und Ascher sagt, wir müssen da lang. Und hier machen wir gleich weiter.